Hallo, herzlich willkommen bei meinem neuen Video. Wir haben hier ein Lenovo Yoga 3 Pro Tablet PC. Das kam ursprünglich mit der Aussage, dass die Ladebuchse getauscht werden musste. Das Gerät ist absolut tot gewesen. Hier zeige ich noch mal kurz das Gehäusedeckel, den ich repariert habe, mit Glasfasermatten und zwei Komponentenkleber. Ich habe hier so einen USB-Stick eingesteckt von der Zeitschrift CT, so ein Notfallstick, und starte darüber den Rechner. Den stecke ich hier einfach ein in den PC. Und wird das Gerät mit Strom versorgt, Akku ist abgeklemmt und hier nochmal der Stromverbrauch. Ich zeige euch jetzt hier erstmal das fertig reparierte Gerät, denn mir fiel erst später ein, dass man darüber auch ein Video machen kann. Deswegen ist es jetzt hier rückwärts, also erst das reparierte Gerät. Ich hatte das Gerät bekommen und da ging gar nichts. Es hat also das hatte nur etwas Strom aufgenommen. Und jetzt startet es von dem USB-Stick. Wir sehen am Anfang etwas wenig Watt, dann springt der Stromverbrauch auf 13, 14 Watt hoch, das ist 19 Watt, das läuft also dynamisch, dann 25 Watt. Das ist hier so ein Energiemessgerät der Firma Brennstuhl, das ist relativ genau laut CT-Angaben. Ich benutze es immer ganz gern, wenn ich nicht die Möglichkeit habe, ein Labornetzgerät anzuschließen, um den Stromverbrauch zu messen, weil das mache ich dann über dieses Gerät, weil sonst bräuchte ich ein spezielles Kabel, um den Laptop an mein Netzgerät anschließen zu können. Ich hatte ja bereits schon erwähnt, dass das Gerät ursprünglich keinen Mucks gemacht hat und absolut tot war. Mir ist dann aber aufgefallen, dass ein Chip in der Mitte auf der Platine etwas warm wurde und außerdem das Gerät eine Stromaufnahme von ein paar Watt angezeigt hatte oder ein, zwei Watt, ohne dass der Akku auch angeklemmt war. Also musste ja die Energie irgendwo hingehen. Das heißt, in dem Laptop war ein Kurzschluss vorhanden. Der Chip liegt genau da, wo die Messspitze hin zeigt. Hier nochmal ein Foto von dem Chip, der warm wurde. Das ist hier so ein Spannungsregler-IC von Lenovo. Und zum Vergleich habe ich hier nochmal ein Streichholz daneben gelegt. Ich zeige euch jetzt gleich nochmal eine Methode, wie man feststellen kann, ob so ein Chip warm wird oder was da warm wird. Ich habe erstmal mit dem Finger und mit der Lippe grob abgetestet, wo auf dem Mainboard was warm wird. Und jetzt benutze ich hier so eine spezielle Thermofolie. Das ist so ein Trick vom EDV-Dompteur. Die könnt ihr zum Beispiel bei Astromedia kaufen. Die ändert die Farbe, wenn es warm wird. Hat so eine Umschlagstemperatur von so 30 Grad. Ich erwärme da vorher die Platine mit auf so eine blauen Heizmatte, die ihr auch von meinen anderen Videos kennt, und mache das Ganze dann so warm, dass gerade die Umschlagstemperatur nicht erreicht wird. Und ihr seht, wenn ich Strom drauf gebe, dann verfärbt sich diese Folie. Ich habe etwas Silikonpaste drauf gemacht, damit die Wärme besser übertragen wird. Da ich auch keine Spannungen an den Schaltwandlern gemessen habe, habe ich mich entschlossen, diesen Schaltwandler-IC auszutauschen. Ich benutze hier so gelbes Kettenband, um die umliegenden Bereiche vor Hitze zu schützen, und löte einen neuen Chip ein. Vorher habe ich bei dem neuen Chip das Lötzinn entfernt, das Bleifreie, und trage jetzt Lötbälle aus bleihaltigem Lötzinn auf. Da wird so eine Schablone hier benutzt und dann wird da die Lötpaste aus bleihaltigem Lötzinn eingestrichen. Und anschließend wird das ganze Masse nochmal glatt gestrichen und erhitzt, und wir haben dann perfekte Lötbälle aus bleihaltigem Lötzinn auf dem Chip drauf. Das hat den Vorteil, dass wir dann eine viel geringere Temperatur beim Einlöten brauchen. Und zwar kann man auch direkt den neuen Chip direkt einlöten, aber die neuen Chips, die haben immer bleifreies Lot, und so habe ich direkt dieses bleihaltige Lötzinn auf dem Chip mit dem, was einen viel geringeren Schmelzpunkt hat.
Vor dem Wiedereinlöten des Chips muss auch das Lötzinn auf der Platine entfernt werden mit etwas Lötlitze. Der Rechner startete dann mit dem neuen Chip auch problemlos, das heißt, der Kurzschluss war weg. Jedoch zeigte sich leider, dass die USB-Anschlüsse nicht mehr funktionierten. Ich konnte also alles Mögliche in die USB-Anschlüsse stecken und die waren wie tot. Ich habe dann Messungen auf der Platine vorgenommen und an allen Spannungswandlern nochmal die Spannung gemessen und auch den Widerstand. Bei meinen Messungen zeigte sich dann, dass zwar alle Spannungen vorhanden waren, bis auf die 5-Volt-Spannung. Die 5-Volt-Spannung ist aber auch die Spannung, die für die USB-Versorgung zuständig ist. Außerdem war der Widerstand an diesem Spannungswandler in Bezug auf Masse etwas niederohmig, sodass für mich klar war, dass da noch ein zweiter Kurzschluss vorhanden sein musste. Die genauen Messwerte kann ich euch jetzt leider nicht mehr zeigen, weil das hier schon das fertig reparierte Mainboard ist, wo ich die Messung gerade zeige. Der Widerstand oder auch die Spannung wird immer gemessen, indem man mit dem einen Pol auf Masse geht und mit dem anderen an den Spannungswandler, an die Spule von den Spannungswandler misst. Ich habe jetzt hier ein dünnes Kabel an der Spule angelötet, wo normalerweise 5 Volt anliegen müssten, die also sehr niederohmig war. Und das andere Kabel habe ich an Masse angelötet und jetzt habe ich da eine Spannung von knapp 1 Volt drauf gegeben. Knapp 1 Volt deswegen, weil ich war mir nicht ganz sicher, ob das wirklich die 5 Volt Line ist. Und wenn man eine höhere Spannung anlegt, als da anliegt in der Praxis, dann zerstört man natürlich das Mainboard. Außerdem ist es immer sicherer, mit einer möglichst niedrigen Spannung anzufangen. Und jetzt habe ich hier meine neu entwickelte Methode benutzt, und zwar erhitze ich mit einem Heißluftföhn alle Bereiche auf der Platine und messe gleichzeitig den Strom, der durch die Platine fließt. Wir messen hier jetzt hier 630 mA bei einer Spannung von knapp 1 Volt. Normalerweise dürfte da gar kein Strom durchfließen. Das heißt, wir haben auf dieser Platine noch einen zweiten Kurzschluss, was sehr ungewöhnlich ist. Normalerweise hat man ja immer nur einen Fehler, aber jetzt haben wir hier sogar zwei Fehler. Das Mainboard startet zwar, aber ich sagte ja bereits, dass die USB-Anschlüsse nicht funktionierten. Und jetzt geht es darum, diesen Fehler auch zu beseitigen. Jetzt gehe ich hier mit meiner Heißluft auf die Stellen drauf, erhitze alle Bereiche der Platine, fange an einer Stelle an. Und mir ist dann aufgefallen, dass an einer Stelle sich der Strom besonders stark ändert, wenn ich da mit der Heißluft draufgehe. Ihr müsst jetzt das Multimeter ganz genau beobachten. Ich messe hier zunächst mal einen Strom von etwas über 600 mA. Und wenn ich jetzt in der Nähe, wo der Kurzschluss ist, komme, dann geht die Stromaufnahme etwas zurück auf etwas unter 600 mA. Hier am Ende seht ihr das nochmal deutlich, da messe ich sogar nur 594 mA. Jetzt erhitze ich die Platine an einer ganz anderen Stelle. Da sieht man also, dass da gar nichts passiert. Die Idee hinter der Methode ist, dass ein defektes Bauteil, durch das eben Strom durchfließt, was nicht fließen darf, dass dieser Defekt einfach abhängig ist von der Wärme. Und jetzt erhitzt sich den defekten Bereich und ihr seht da eine plötzliche Änderung von hier 590 mA, jetzt nur 589, 500 bis zu 584 mA.
Und ohne die Hitze, also wenn ich die Hitze wieder wegnehme, geht die Stromwert auf über 600 mA. Also können wir sagen, dass in diesem Bereich, wo ich gerade mit der Heißluft bin, dass da ein defektes Bauteil sitzen muss. Hier seht ihr nochmal 584 mA zeigt das Gerät an. Ich habe hier den Bereich mit dem Defekt mit einem Streichholz markiert. Und jetzt gucken wir uns das Ganze nochmal durch die Mikroskopkamera an. Ich verwende hier wieder diese Wärmefolie. Das war ein genialer Trick von dem EDV-Dompteur. Ich habe euch den Kanal auch in der Videobeschreibung verlinkt. Und mit dieser Methode kann man noch besser den Kurzschluss lokalisieren. Gleichzeitig erhitze ich die Platine auf meiner blauen Heizmatte, bis gerade die Umschlagstemperatur der Wärmefolie nicht erreicht ist. Ihr könnt jetzt hier deutlich erkennen, dass der eine Chip auf der linken Stelle eine deutliche Erwärmung zeigt, sobald ich Strom durch das Mainboard fließen lasse. Mit dieser Methode habe ich letzten Endes einen Chip ausfindig machen können, der die Bezeichnung U40 hat, wie ihr jetzt sehen könnt. Ich habe den Chip dann ausgelötet. Vor dem Auslöten lege ich das Board auf die Heizplatte und verzinne erstmal die Pins mit bleihaltigem Lot, dann geht das Auslöten etwas leichter. Wie ihr an den Videos auf meinem Kanal sehen könnt, funktioniert diese Methode nicht nur bei defekten Chips, sondern auch bei defekten Kondensatoren, die dann auch ein anderes Verhalten zeigen, wenn man dieses Bauteil erwärmt. Natürlich eignet sich auch eine Wärmebildkamera hervorragend für solche Fehlersuchaufgaben. Das Problem jedoch ist, dass eine Wärmebildkamera ziemlich teuer ist und ich weiß auch nicht, ob die so geringe Temperaturunterschiede anzeigen würde. Eine weitere effektive Methode ist, hier am Beispiel einer iPhone 7 Platine, ist die Platine mit Kältespray einzueisen, dann taut das Bauteil an der Stelle sofort auf, wo der Kurzschluss auftritt. Nachdem ich den Chip ausgelötet hatte, war der Kurzschluss auch weg. Hier sieht man nochmal die Messpunkte, wo ich auch Strom eingespeist habe. Der eine Pol ist Masse und der andere, wo normalerweise die 5 Volt Spannung anliegen. Und die Messung hat jetzt gezeigt, dass das jetzt auch wieder hochohmig ist. Sprich, Kurzschluss ist jetzt beseitigt. Das Gerät hat auch wieder danach funktioniert, aber ich habe dann trotzdem den Chip auf China bestellt und wieder ersetzt. Um die Spannungswandler zu überprüfen, gibt es noch einen anderen genialen Trick vom EDV-Dompteur. Und zwar kann man sich so kleine Indikatoren basteln, die bestehen aus einer kleinen Spule und aus einer Leuchtdiode. Dazwischen ist noch eine Diode, ein kleiner Kondensator geschaltet. Und die haben die Aufgabe, die Magnetfeldern von diesen Schaltwandlerspulen einzufangen. Und wenn jetzt dieser Indikator rot leuchtet, dann weiß man, dass der Schaltwandler in Ordnung ist. Zwar kann man das Ganze auch mit einem Messgerät messen oder noch besser mit einem Oszillographen. Jedoch sieht man durch diese kleinen Lämpchen leichter Unregelmäßigkeiten und man kann vor allen Dingen erkennen, welcher Schaltwandler in welcher Reihenfolge eingeschaltet wird. Ich habe hier meine Indikatoren mit Bauteilen von einer kaputten iPhone 5 Platine hergestellt, deswegen sind die Bauteile so winzig, die ich da aufgelötet habe. Hier an einem anderen defekten Mainboard könnt ihr nochmal die Arbeitsweise dieser Indikatoren sehen. Hier ein Bild durch die Mikroskopkamera. Da kann man etwas mehr erkennen. Dort, wo der Indikator rot aufleuchtet, arbeitet also der Schaltwandler richtig.
Wir werfen jetzt noch mal einen kurzen Blick auf den Schaltplan. Dort sehen wir den Chip U40. Dieser Chip hat wahrscheinlich die Aufgabe, dass er dazu dient. Diese rechte Buchse, die hat ja zwei Funktionen. Über die kann man sowohl den Rechner aufladen als auch einen normalen USB-Stick reinstecken, wenn der Laptop mit Akku betrieben wird. Und dieser Chip hat da diese Umschaltfunktion. Ich vermute, dass deswegen das Gerät auch kaputt gegangen ist. Wahrscheinlich mal eine zu hohe Spannung oder ein falsches USB-Gerät angeschlossen. Und infolgedessen ist dann wahrscheinlich im Laufe der Zeit auch der erste Chip kaputt gegangen. Ich hoffe, dass euch mein Video gefallen hat. Abonniert bitte auch meinen Kanal und bis zum nächsten Mal. Tschüss.